Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 5. Und wir haben jetzt alle drei Artefakte und damit werden wir jetzt zu unseren Meermenschen zurückreisen, beziehungsweise zu unserer Anführerin oder zur Königin. Aber zuvor werden wir ein paar Witze lesen aus unserem Witzbuch. Warum haben Seekühe so viele Falten? Versuch du doch mal eine zu bügeln. Sehr schlecht. Achso, ja, bitte weiter. Und was ist grün und hat 3000 Zähne? Eine große weiße Gurke. Mein Gott, sind die Witze scheiße. Ein noch. Wie schafft man es, dass ein Fisch nicht riecht, indem man seine Nase zuklemmt? Oh, okay, der ist schon wieder so stumpf, dass er mir gefällt. Okay, gut, dann reisen wir jetzt zurück. Wie gesagt, nach Spinner Cay. Ich bin fertig hier. Zurück zur Narwhal. Genau. So. Willkommen zurück, Sir. Danke, Mr. Winslow. Wohin, Kapitän? Das ist Flotsam, da. Jerkbait-Insel, ne? Ja. Kurs auf die Jerkbait-Inseln, Mr. Winslow. Ja, Sir, Captain Threepwood. Und dann zum Spinner Cay. Genau, das ist aber schon richtig. Was geht hier vor sich? Das ist McGillicuddy. Er navigiert seine Schiffe heran und errichtet eine Blockade um die Insel. Er wird hier alles in Schutt und Asche legen, wenn er diese Beschwörungsartefakte nicht erhält. Ich gehe nach oben. Ich bin im Laden, solltest du mich brauchen. Ja, genau. Geh du mal in den Laden. Sir, ich werde die Screaming Narwhal ins offene Meer bringen, bevor die Blockade steht. Dann gerät sie nicht ins Kreuzfeuer. Okay, ich werde schon irgendwie da rauskommen, sobald ich... Ah! Hilfe! Elaine! Winslow, warten Sie! Ich muss Elaine holen, ich bin gleich wieder da! Keine Zeit, Sir! Wir müssen einen Weg finden, an der Blockade vorbeizukommen. Ich werde warten, um sie abzuholen! Ist da jemand? Ich brauche Hilfe! Ja, natürlich helfen wir Elaine sofort. Uah. Wo ist sie denn? Bei der Bücherei, ich sehe sie schon. Also schnell dahin. Alles bebt und die Anführerin ist gar nicht mehr da, da oben. Okay, schnell zu Elaine. Oh nein, Seehäschen. Was ist geschehen? McGillicuddy. In einem Moment der Unaufmerksamkeit hat er mir eine übergezogen und Häuptling Beluga entführt. Ich habe einen Plan zu dessen Rettung erarbeitet. Aber dann fiel aus heiterem Himmel ein Stück einer Meermensch-Statue auf mich und jetzt stecke ich fest. Ich habe dich. Also gut, schleichen wir zu meinem Schiff hinaus und dann segeln wir da raus. Richtig, dein Schiff? Das ist perfekt. Ich benötige noch ein Schiff für meinen Plan. Oh, und wir gehen noch nicht von hier weg. Aber... Okay, hör mir genau zu. Jede Blockade hat auch ihre Schwachpunkte. Wir arbeiten mit der klassischen Zwei-Punkt-Strategie. Ablenken und aufschließen, um das auszunutzen. Zwei Funkenallergie abkleben und aufgießen. Verstanden. Ich hole mein Schiff aus dem Versteck und sorge im Osten für eine Ablenkung. Deine Aufgabe ist es, zum Strand von Spoon Isle zu gehen und sie im Westen abzulenken. Wie stelle ich das an? Am Strand steht eine Kanone. Ständiges Feuern müsste sie so sehr beschäftigen, dass ein anderer unbemerkt durchschlüpfen kann. Wer ist da noch dabei? Du musst für mich LeChuck über deine Rolle informieren. Er muss sich durch die Schwachstelle der Blockade schleichen, sobald sie durch dich und mich abgelenkt sind. Danach dein Schiff übernehmen, zu McGillicuddys Flaggschiff fahren, es versenken und Beluga retten. Ehrlich gesagt sollte ich derjenige sein, der dorthin segelt und die Heldentaten des Versenkens und des Rettens des Meermenschkönigs vollbringt. Der Königin. Oh mein Schatz, ich wünschte, du könntest das. Aber die Poppen haben McGillicuddy vollständig befallen. Mit ihm ist nicht mehr zu spaßen. Aber es ist doch mein Schiff. Ich sagte, hör mit dem Gejammer auf und steh dein Mann um Blackbeards Willen. Ich bin hier fürs Plan zuständig, Schönling. Übel. Schau bloß nicht hin, aber du könntest dich ein wenig mit den Poppen angesteckt haben. Es sei denn, du bestehst auf ein passendes Gegenstück zu deiner Hakenhand. Ansonsten empfehle ich dir, das zu tun, was ich sage. Ja, meine Liebe. Ich muss los, Liebster. Geh und finde LeChuck und erzähl ihm von unserem Plan. Hey, LeChuck. Elaine sagt, du sollst herausfinden, wie viele Kanonenkugeln du in deinem Rücken.
ich kann dich hören. Ja, Liebling. Was liegt da? Heiße Kohlen. Autsch, heiß. Warum hat sich Elaine daran nicht verbrannt? Können wir die heißen Kohlen irgendwie mitnehmen? Mit dem Haken vielleicht? Das greife ich nicht mit meinem Haken. Dann wird er anlaufen. Und er einfach in den Eimer legen? Ah ja, das geht sogar. Ah! Jetzt werden sie nicht mehr alles in meinen Taschen ansehen. Ich weiß, wofür wir die Kohlen brauchen. Und zwar gab es doch diesen Altar, den man anzünden konnte, so einen Ofen. Wenn wir eben kurz da hochgucken, ob es hier noch was gibt. Das sieht ja schleimig aus. Das müssen die Ausscheidungen der Meermenschen sein. Da bleibe ich lieber draußen. Okay. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Ja, also gut. Zurück nach Spoon Island oder Spoon Isle. Ich möchte trotzdem nochmal eben versuchen zu angeln, weil Anemone ist jetzt ja oben in ihrem Laden, hat sie gesagt. Vielleicht kriegt ihr das gar nicht mit, wenn ich jetzt versuche da zu angeln. Denn wir müssen ja eh zum Schiff. Wir können ja gar nicht zum Schiff. Aber wir haben das Floß vielleicht noch. Und? Lieber nicht. Ich habe immer noch Angst, dass mich Anemone sehen könnte. Anemone. Okay, dann auf zum Floß. Das ist zum Glück noch da. Okay. So. Und hier rüber, genau. Oh, die Fische. Oh, Fische vor allem. Die Schiffe sind ganz schön viel. Die zwei Piraten wurden wohl endlich abgeholt. Ich vermisse diese Typen. Vielleicht kann ich ihnen für die Feiertage einen Obstkorb schicken. Aber die Musik ist leider vorbei. So, wir müssen jetzt irgendwie LeChuck finden. Vielleicht klappt das ja, indem wir den Ofen da anzünden oder den Altar. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Genau, das müsste jetzt eigentlich da oben lang sein. Und dann müsste eigentlich schon dieser Altar kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Los, gib uns die goldene Meeresschildkröte. Wir haben gesehen, wie du sie aus dem Altar gebrochen hast. Ihr müsst sie aus meiner kalten, toten Hand brechen. LeChuck? Guybrush, hau ab! Diese Typen denken, dass ich das Artefakt noch habe und sie sind bereit zu töten, um es zurückzubekommen. Okay, aber Elaine will, dass ich dir was sage. Das wird warten müssen, Guybrush. Ich glaube nicht, dass mich diese Typen gehen lassen, ohne dass ich ihnen erst das Artefakt gebe. Okay, dann... Ja, muss ich mit denen reden? Könnt ihr bitte gehen? Ich muss eine Blockade ablenken und dieser Typ muss helfen. Zieh ab, Winzling! Ich glaube, diese Typen wollen wirklich mit LeChuck um das Artefakt kämpfen. Ja. Fast fertig hier? Ich muss dir von Elaines Plan erzählen. Solange diese Piraten glauben, dass ich das Meeresschildkröten-Artefakt habe, sitze ich hier fest. Vielleicht sollte ich denen einfach zeigen, dass ich das ja habe. Wie wär's damit? Hey, du dreckiger Abschaum! Schau mal, was ich habe! Das da ist nicht mal echt! Ja, wir haben gesehen, wie dieser Typ das Artefakt nahm. Und wir gehen erst, wenn wir es ihm abgenommen haben. Hör mal, wenn du jetzt handelst, dann gebe ich dir noch ein magisches goldenes Artefakt total kostenlos. Vergiss es! Dann muss ich wahrscheinlich jeden Monat ein neues Artefakt kaufen und in diese Finanzfalle tappe ich nicht nochmal. Die glauben uns nicht, das ist ja interessant. Okay, wo war der Altar? Da, okay. Pass auf, dann machen wir das jetzt wie folgt. Ich glaube, es ist ein Grill der Vekeliana. Ich weiß zwar nicht genau, worauf das hinauslaufen soll, aber ich packe jetzt die Kohlen da rein. Sehr schön. Sie sind da drin, aber sie sind nicht heiß genug, um etwas zu machen. Sie sind nicht heiß genug mit Luft. Wieso habe ich den Vogel eigentlich wieder bei mir? Ja, mit Luft pusten. Damit rumrühren, rumstochern in der Kohle. Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Wieso ist es nicht an? Natürlich. Was machen wir denn da? Mit der Lupe! Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Ist ja gut. Haken, mit dem Haken rumstochern? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Fisch. Das ist aber alles nicht so richtig logisch jetzt, ne? Was könnte ich denn jetzt damit tun? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Mehr Ruinen der Vekeliana.
Das sieht wie eine Art alter Ofen aus. Oder vielleicht ein Grill? Ja, was sollen wir jetzt hier genau erhitzen, ist die große Frage. Wir haben ja eigentlich nicht mehr viel bei uns, ne? Die Fischeier? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Nee, das hat auch wenig Sinn irgendwie. Können wir uns das doch mal genauer angucken, das Seepferdchen. Ein goldenes Seepferdchen-Beschwörungsartefakt. Ja. Was würde denn noch Sinn ergeben? Ich kann auch natürlich nochmal Köder hier ran machen. Vielleicht, wenn ich etwas angeln will. Ansonsten wird es meinen Haken total eklig machen. Ja gut, dann... Der Vogel, der bringt uns ja auch nichts, ne? Hä? Gegrillter Papagei. Wie schade, dass das Ding nicht heiß ist. Was soll das denn bitte bringen? Warum ist das denn nicht heiß genug? Was bringt das, wenn der Papagei da drauf ist? Ich musste gerade wieder die Logik des Spiels versuchen zu begreifen. Die begreife ich aber gerade nicht so wirklich. Was kann ich denn noch in die Glut packen? Das Papier? Nee, so doch nicht. Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Ja, die Glut ist ja da. Dann muss ich doch irgendwie noch was damit machen können. Denn Diamanten ist auch Quatsch, ne? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Also den Vogel kann ich da drauf packen. Es ist ein Grill der Wekelianer. Ja. Das habe ich jetzt ja schon begriffen. Also da stellt er den Vogel drauf. Und dann ist hier irgendwie so eine Führung, die da was reinpackt. Was bringt denn das? Muss ich die einzelnen Artefakte darauf packen? Ne, das hatte ich ja schon probiert. Die Schildkröte? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Ich kann den Satz bald nicht mehr hören, aber irgendwas muss da ja funktionieren. Kann ich denn irgendwie die Artefakte miteinander kombinieren? Nee. Den auch nicht, ne? Nee, den Schwamm, die Lupe. Ich kann ja nochmal hier drauf gucken. Dekava hat anscheinend den Titel seines Buchs notiert. 101 Fischwitz. Ob das eine Biografie ist? Die Fischwitze? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Also irgendwie glaube ich schon, dass man da noch was machen muss jetzt. Aber wozu kann ich diesen Vogel da drauf packen? Es besteht aus reinem Pyrit, auch Katzengold genannt. Wo soll denn hier eine Katze sein? Ah! Okay, ich könnte den Vogel wahrscheinlich einschmelzen. Das ist wahrscheinlich der Sinn. Heiß machen und dann in irgendeine Form bringen. Aber in was für eine Form? Dann würde das flüssige Gold hier hingehen. Tja. Und ich kann mit euch nicht weiter reden, ne? Könnt ihr bitte gehen? Ich muss eine Blockade ablenken und dieser Typ muss helfen. Zieh ab, Wensling! Ich glaube, diese Typen wollen wirklich mit LeChuck um das Artefakt kämpfen. Und wenn ich LeChuck einfach mal das Teil gebe? Nie im Leben werde ich zulassen, dass LeChuck das echte Artefakt in seine schmierigen Hände bekommt. Also, ich muss einen Abguss von der Schildkröte machen. Das ist das Ding. Gut, hab ich verstanden. Dann, warte mal. Wenn es darum geht, dann muss ich... Das habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Ich habe, glaube ich, alle Artefakte versucht, damit zu verbinden. Mehr Ruinen der Wekelianer. Aber die Schildkröte, glaube ich, nicht. Sieht wie eine Art alter Ofen aus. Oder vielleicht ein Grill? Wenn ich die Schildkröte da jetzt reinpacke? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Ich brauche... Ja, ich weiß. Ich muss irgendwie eine Form von der Schildkröte hinkriegen. Aber wie? Wie kann ich davon... Ich brauche eine Schildkrötenform. Also den kann ich darauf packen. Gegrillter Papagei. Wie schade, dass das Ding nicht heiß ist. Das ist jetzt aber echt ein bisschen kompliziert, ne? Also was kann ich denn jetzt hier noch machen? Tja. Könnte mehr sein. Ruinen der Wekelianer. Ja. Kann ich hier noch weiterlatschen? Hier gibt es ja sonst nichts mehr zu finden, oder? Ich weiß halt nicht, ob es noch irgendwo was gibt, was wir mitnehmen können. Hier müsste ich jetzt wieder zum Ausgang kommen, genau.
Und wenn ich jetzt schaffe mit der Kanone Feuer, bringt's auch nichts, ne? Nimm das, Schwachpunkt der Blockade. Oh nein! Jemand schießt auf mich! Es kommt vom Strand! Ich versuch's ein paar Mal. Nochmal. Nun, das Schiff scheint abgelenkt zu sein, während ich auf es schieße. Ja, das bringt uns natürlich nichts. Ob es vielleicht noch, doch noch was hier mit den Bäumen bringt? Ich brauche Holz, oder? Es ist ein Haufen gefällter Bäume. Ja. Und ein bisschen Holz könnte ich ja irgendwie gebrauchen, vielleicht für unseren... mein Menü ist weg. Mein Menü ist weg? Also... Brecheisen, Haken will er ja alles nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Wie machen wir mit dem Haken? Das greife ich nicht mit meinem Haken. Dann wird er anlaufen. Du mit deinem anlaufenden Haken. Nee, das ist auch Quatsch. Das wollte er ja auch nicht, ne? Ich habe keinen Grund, das aufzubrechen. Mein Gott, die kann er einfach nicht nehmen. Es ist ein Haufen gefällter Bäume. Ja, das sehe ich. Das brauchst du mir nicht zu erzählen, mein Freund. Ah, okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt tatsächlich noch mal was nachgucken, weil ich jetzt gerade echt nicht weiter weiß. Stationäre Kanone. Die kann man auch nicht irgendwie präparieren. Nee. Ich könnte natürlich noch mal in den Laden von Anemone, aber das bringt mir ja auch... Nee. Gab es hier irgendwo noch eine Art Schildkröte? Ah! Warte mal. Er hat doch einfach mal gesagt, der Altar sieht noch intakt aus. Da, wo wir abgestürzt sind. Warte mal. War das nicht hier hinten? Er hat gesagt, der Altar ist noch heile. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja wie so ein Abguss. Aber... Ja, warte mal. Ja, genau, hier. Da ist ja praktisch die Form einer Schildkröte. Da, genau. Diese goldene Meeresschildkröte hat diesen Stein ganz schön beeindruckt. Richtig. Danke, danke. Ich bin die ganze Woche hier. Ja. Vielleicht kann ich diesen Papagei aus Pyrit zu einer Meeresschildkröte formen, um die Piraten zu täuschen. Nein, das Pyrit ist viel zu hart. Okay, ich muss das... Ja, okay. Ich hab's verstanden. Es geht jetzt nur noch darum, dass ich bei dem Altar das heiß genug kriege. Und das ging nicht mit der Lupe, das ging nicht mit dem Papier. Habe ich denn irgendwas total Offensichtliches jetzt nicht beachtet? Pass mal auf, ich muss jetzt irgendwie nochmal dahin. Also wir müssen auf jeden Fall das Pyrit verflüssigen. Das habe ich jetzt ja alles schon verstanden und dann machen wir dann Abguss. Okay. Ich weiß, was ich machen muss. Wir müssen jetzt nur noch gucken, wie wir das hinkriegen. Das ist ein Grill der Wekelianer. Also, ich muss die Kohlen irgendwie heißer kriegen. Wie kriege ich das denn? Mit dem Buch geht mit dem ja wahrscheinlich auch nicht. Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Gut. Alles, was unlogisch erscheint, mache ich jetzt nochmal. Das hatte ich auch schon probiert. Das Medaillon. Nein. Das Medaillon ist zum Beispiel unlogisch, aber... Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Wie kriege ich das denn heißer? Wahrscheinlich ist das so offensichtlich, dass ich einfach nicht drauf komme. Kann ich... Was kann ich denn noch machen? Die Fischeier kann ich so zerkleinern? Kann ich irgendwas... Wir kriegen das auf jeden Fall im nächsten Part raus, denke ich. Ach, Quatsch. Das Fischbuch. Kaputt machen. Den Ring. Ding dong. Also gut. Die Voodoo-Lady hat mir dieses Medaillon gegeben und gesagt, ich soll es Dekava zeigen. Ja. Er soll hier irgendwo auf den Jugbait-Inseln sein. Das machen wir auch noch. Papier. Das haben wir uns angeguckt. Ein Ring. Können wir den nochmal genauer angucken? Das ist der Ehering, den ich Elaine gegeben habe. Der, unverfluchte. Ah ja, gut.
Fischeier. Die sind alle schleimig und eklig. Nein, das bringt nichts. Wow, was für ein Trip. Durch dieses Ding sieht alles ganz nah aus. Kann man das wieder auseinander trennen vielleicht? Nee. Oder mit dem Haken? Das klappt so nicht, ne? Das bringt nichts. Es ist nicht mal an. Ich muss das doch irgendwie heißer kriegen können. Mehr Ruinen der Velkalianer. Das sieht wie eine Art alter Ofen aus. Oder vielleicht ein Grill? Aber ich bräuchte irgendwie was, ja, am besten reinpusten oder sonst irgendwas. Aber das macht er ja nicht. Tja, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich muss mir das nochmal genauer angucken oder mich irgendwie ein bisschen schlau machen. Also ich denke schon, dass es da irgendwie mit zusammenhängt, dass wir das heißer machen müssen, dann den Pyrit-Vogel ja, verflüssigen und dann in die Form packen. Kriegen wir hoffentlich im nächsten Part raus. Und bis dahin sage ich Tschüss. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein.